Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder. Euer Odin, ich begrüße euch zum neuen Angezockt. Shipwrecks, ich denke mal, soll Schiffwrack Escape heißen. Ich kann kein Englisch. Steuerung. Sprache ist Deutsch. Ja, hier können wir auch auswählen, endlich. Schwierigkeitsgrad hart, leicht, normal. Wir machen leicht. Nee, wir wollen nichts löschen und nichts zurücksetzen, haben ja nichts. So, Kamerabewegung ist okay, mittig. Effekt Musik. Noch ein Stück weniger. Neues Spiel, haben wir ja noch ein neues Spiel. Seht ihr? Endlich. Also ich habe ja eben schon einen Angezockt gemacht zu einem Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das am gleichen Tag sehen würdet, weil das nur 8 Minuten geht, das Video. Oder ob ich das separat... Ich habe keine Ahnung, wie ich es planen werde. Aus dem PSN in Deutschland. Englisch. Aber mit deutschen Untertiteln. Und dann war nicht mal deutscher Untertitel. Also, das war gar kein Untertitel. Also, englischer Untertitel war, aber war nichts auszuwählen. Nichts. Und ja, es ist kein AAA-Titel. Aber die kleinen Titel müssen ja auch mal angezockt werden. Man kann sich ja nicht nur auf die Großen verlassen, dass man nur die Großen anzockt. Und ich habe schon oft auch von vielen von euch gesagt bekommen, schön, dass ich ein paar kleine auch mal mache. Weil da waren ein paar schöne Spiele mit bei, auf die man sonst gar nicht gekommen wäre. War auch viel Mooks mit bei, klar. Okay. Grafik jetzt im ersten Augenblick. Erinnert mich so ein bisschen an die einzelnen Räume, weil ich sehe jetzt hier zwei Räume, ich sehe oben auch irgendwie. Erinnert mich ein bisschen an Fallout. Ach Gott, wie hieß denn der Pip-Boy? Und gab's. Für Handy, das gab es dann später auch für die Konsole. Ich glaube, Pip-Boy hieß der, da hat man auch so seinen Bunker gehabt und dran. Also gibt es ja hier noch Handyspiele, die so sind.
Jetzt ist es noch nicht wirklich was Gefährliches. Deck. Jetzt hier geht es dann noch weiter hoch. Der Sound, die Soundeffekte sind da, also der Sound ist auch gar nicht mal so schlecht. Scheiße. So, jetzt müsste der entkommen können. Steigt. Nun komm, quatsch nicht ewig, weg hier. So, hier ist jetzt nichts weiter, hier waren wir ja alles. Schnell rennen. Jetzt hör doch auf mit dem Scheiß hier. Also manchmal nervt mich das so bei sowas. Ich brauche jetzt hier keine Quatsche, keine Lese, keine nix. Ich weiß ja, was zu machen ist. Die Musik ermutigt den auch. Beeilt und man weiß, dass das Wasser kommt und dass man den Untertitel hier ewig nicht wegklicken kann. Ey, das ist richtig nervig, so was. Ah, scheiße. War ich jetzt zu schnell.
Ich finde gar nicht mal so schlecht. Das Prinzip an sich dahinter. Grundprinzip dürfte jetzt jedem klar sein. Oh shit. Scheiße, hier ist auch nichts. Ja, oder was? Definitiv nicht lang. Voll Scheiße. Jetzt muss ich wieder beeilen und muss ich wieder runter. Scheiß Wasser kommt hier hoch noch.
Ja, ich würde sagen, das reicht doch schon. Das ist ja nur ein kleineres Spiel. Wir können ja während die Quatsche noch ein bisschen mit dem machen. Also ich finde im Prinzip ja nicht mal so schlecht umgesetzt. Im Gegensatz zu bei Fallout halt, dass man da halt dann seine Basis aufbaut und hier halt daraus sozusagen entkommen muss. Aus dem Geflecht an Räumen. Und das erste Mal im Wasser. Oh, okay. Naja. Wir lassen uns mal verrecken und gucken, was passiert. Das können wir ja auch nochmal machen. So. Dann gehen wir an eine Stelle, wo wir halt hier laufen. So. So. Verlassen wir jetzt mal das sinkende Schiff nicht. Mal gucken, was passiert. Aber wie gesagt. Das Prinzip dahinter finde ich gar nicht mal so schlecht. Hat was. Die Grafik ist jetzt ein bisschen sehr pixelig. Also da hätte man noch ein bisschen was im Feinschliff machen können, bin ich der Meinung. Das ist bei mir hier immer noch. Also da ist so ein Rauschbild damit drauf, würde ich jetzt so mal sagen, für den Hintergrund. Und der Mensch an manchen Stellen so ein bisschen sehr überlichtet. Also da hätte man noch was machen können. Aber. Prinzip vom hinterm Spiel, darum geht es ja, und das ist ganz gut gemacht. Rätsel muss schnell sein. Ja, also, mir persönlich, das ist was ich öfters mal spielen würde. Also, nicht jetzt hier am Tag so durchsuchten oder. Und dann bis zum Ende oder so, aber immer so mal zwischendurch, mal so 1, 2, 3, 4, 5 Levelchen, je nachdem wie man gerade Bock hat, kann ich mir ja gut vorstellen, muss ich sagen. Jetzt sind wir auch gleich tot, das warten wir auch noch ab. Ich kann gar nicht mehr schwimmen. Also ab mir wissen, kann man nicht mehr schwimmen. Und tot. Ja. Das soll es dazu auch gewesen sein. Hoffe, hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären, Träumchen, wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.